Hallo und herzlich willkommen zurück zu Green Hell mit der Phoenixa. Hallo. Ich habe einen Bogen in der Hand. Juhu. Yay. Ich habe meine Begeisterung damit gezeigt, indem ich erstmal zugeschlagen habe. Ja, das geht. Oh, erstmal trinken. So, ich werde mich jetzt auf die Jagd begeben. Ich suche Steine. Ja, wenn ich einen Stein finde, bringe ich mit. Aber ich finde Maden. Das ist auch schön. Ja, das kann man auch was mit anfangen. Das gibt's doch nicht. Hier müssen doch irgendwo Steine sein. Es tut mir leid, kleines Gürteltier. Nee, das ist kein Stein, das ist ein Baum. Hat gar nicht viel getan, bestimmt. Nee, bestimmt nicht. Wie, jetzt willst du schlafen? Wer? Nicht dein Ernst. Das ist der Jake. Warte. Wie nennen wir unsere Charaktere eigentlich? Meiner heißt Udo. Wie heißt meiner? Klaus. Okay, wie unser Einhorn. Udo und Klaus. Allein im Wald. Ah ja. Die sind prädestiniert für eine Romantik. Oh, ein blauer Frosch. Du kannst auf die drauftreten, dann solltest du sie noch nicht anfassen. Also drauftreten habe ich zumindest bisher noch nicht gemerkt, dass das was tut. Okay. Steine, wo seid ihr? Oh, Tabak. Ich habe ja schon ein bisschen Angst gehabt, dass wir, dass es einen Bug gibt, dass der Host nicht mit dem Bogen schießen kann oder so. Ja, Gott. Oh nein, kein Platz. Hä? Achso, da muss es hin. Okay, dann stellen wir mal hier her. Oh, das sind die Schweine, die hier so komische Geräusche machen. Die gehen mir vielleicht auf den Sack. Ja, das tut sie. Ich töte gleich ein paar, okay? Ich dachte die ganze Zeit, das ist ein Knurren, weißt du? Nein, nein, die tun nichts. Die rennen nur weg. Die quietschen aber ganz fürchterlich, wenn die weg sind. Siehst du? Ich hab den angepiekst. Du hast sie verscheucht. Nein, ich hab den angepiekst. Da links ist noch einer. Nicht wegrennen! Ich ziele! Oh. Er kommt zu dir. Nee, doch nicht. Hinter dir, komm hier hin. Zu spät. Gehst du bitte aus der Schweinefamilie raus. Aber ich fühle mich sehr wohl unter ihnen. Die mögen mich. Ach komm, Klaus, jetzt stell dich doch bitte nicht so an. Es ist nur eine Pflanze, okay? Kräuter. Oh. Auch das noch. Wieso hast du die Pfeile überhaupt da hingelegt in dein Inventar? Blöder Klaus. Da unten soll die hin. Hä? Wieso geht du, das Klaus, nicht? Ich suche dabei Steine, ja. Okay. So. Hier lag doch vorhin ein Stein. Warum liegt denn jetzt hier keiner mehr? Den hat sicherlich eins der Schweine aufgegessen. Wahrscheinlich. Töte sie. Ja, gleich. Ich habe so Angst, ey, vor diesem blöde Jaguar. Bist du, das Schwein ist ziemlich dumm. Es rennt immer weg und dann rennt es wieder auf mich zu. Und dann rennt es wieder weg. Vielleicht mag es dich auch einfach nur. Schwein, bleib stehen. Ich kann nicht zielen, wenn du nicht stehen bleibst. Hm. Ja, aber ich muss deinen Kopf treffen. Da! Das war nicht der Kopf. Schwein. Ich bin ein bisschen in Schissern, ne? Muss ich gestehen. Bleibst du bitte stehen, Schwein?
bleibt nicht stehen. Sie ist nicht stehen geblieben. Dummes Schwein. Ich habe nicht den Kopf getroffen. Dummer Klaus. Komm erstmal wieder. Wir müssen schlafen. Also ich muss auf jeden Fall schlafen. Neben mir läuft was. Was ist das? Ich bin's nicht. Das finde ich nicht gut. Okay, es läuft aber woanders hin. Dann ist mir das egal. Hallo Frosch, hast du den Rücken gebrochen? Geh sofort aus dem Lager raus! Oh mein Gott! Komm zu mir, komm zu mir! Oh mein Gott, rauf! Ich sehe es nicht mal! Oh Gott! Geh schnell schlafen, ich weiß auch nicht so genau! Pass auf! Komm weg! Komm hierher! Hä? Wieso bewegt er sich nicht mehr? Hau drauf! Ja, mach ich! Hau drauf! Oh mein Gott! Na, hau nochmal drauf! Ich habe gehauen! Aua! Der muss doch mal sterben! Oh. Oh er ist tot! Ich sammel den! Oh mein Gott! Ja, sammel den mal! Ich brauche einen Verband! Ich auch! Der sieht wirklich sehr hübsch aus, der Hintern. Ja, Knochen und so. Oh Gott. Das war voll gut. Jetzt müssen wir nur Verband. Oh Gott, schnell. Ja, jetzt weiß ich nicht die richtige Taste. Ich flipp aus. Oh nein! Ich bin ohnmächtig. Nee, ich bin gestorben. Ich auch gleich. Ach. Komm, wir haben es jetzt doch gerade geschafft. Ich sterbe jetzt auch. Ich kann mich nicht so schnell verbinden, glaube ich. Nee, ich mich an. Ich habe nur einen geschafft. Einen Verband. Warte, kann ich was essen vielleicht? Scheiße, zu spät. Jetzt haben wir es schon geschafft, weißt du? Oh nein, ey. Das macht nichts. Nächstes Mal machen wir den kalt und dann sind wir nicht so müde. Ich war ja kurz vorm Zusammenbrechen vorher. Das ist doch voll gemein. Oh no. Ja, oh shit. Ich habe alle meine Sachen. Warte, oh nee, die liegen hier. Das sind alles meine Sachen. Gut, wo ist mein Speer? Mein wo Bogen. Sind denn meine Sachen? Da, wo du gestorben bist, wahrscheinlich. Gott, wo bin ich? Hier bin ich. Das ist kein Speer. Wo ist mein Speer? Habe ich den jetzt verloren? Ich bin doch gleich bei dir ums Eck gestorben hier. Wo bin ich gestorben? Da hinten. Da im Wasser, oder? Ach, hier, ja. Hä, wo ist denn... Da ist mein Messer. Hier sind meine Verbände. Aber mein Speer ist gar nicht da. Wieso ausgerechnet der Speer? Das ist voll gemein. Also nicht nur der Speer. Ich habe eigentlich nichts mehr, außer das Messer. Ja, ich auch. Wir brauchen einen Waffenstand, wo wir das dann... Boah, ey, Hauptsache, was für ein Assi, ne? Die Tierkacke ist noch da, weißt du? Mann. Okay. Aber wir haben ihn getötet. Wir wissen, dass wir es können. Ist hier noch ein Knochen? Oder waren die auch weg? Nee, ich habe zwei Stück. Sollen wir einen abgeben? Ja. Dankeschön. Wie es geplatscht hat. Patsch. Oh, scheiße, ey. Das ist doch voll gut gelaufen. Ja, jetzt haben wir keine Steine, um uns irgendeine Axt oder sowas zu machen. Das wird schon. Wir finden Steine. Kleine Steine findet man besser. Sag ich jetzt einfach. Aha. Stein. Komm, Stein. Das ist der internationale Steinlockruf. Kennst du den?
Ja, ich mache mir erstmal neue Verbände. Zapfverbände. Ja, ich nicht. Ach warte, hier liegt auch noch was. Das Fleisch, das von dem Jaguar liegt hier. Na, dann ist er gut. Liegt dann vielleicht hier irgendwo noch meine... Nee, wahrscheinlich nicht. Wie, bin ich explodiert oder was? Was? Wieso liegt das hier überall verstreut? Du Frosch, kannst du einmal... Danke, es ist nett. Warte. Dankeschön. Du bist nicht umsonst gestorben. So, wir hängen hier jetzt Jaguarfleisch auf. Dann denkt der, oh Gott, die tötet mich, wenn ich da hingehe. Ja, bestimmt. Ja, so funktionieren Jaguar-Gehirne. Ach so. Ja, dann ist ja gut. Ist das ein Stein? Das ist ein großer Stein. Ich habe einen großen Stein gefunden. Und er ruft nach dir. Ach, scheiße, nee, ich sollte vielleicht jetzt nicht damit bauen, sondern ich sollte... Ja, warte mal, wir finden doch bestimmt noch kleine, oder? Ich weiß nicht. Ich lege ihn mal hier daneben. Okay. Wenn wir keine finden, können wir ja dann immer noch das Ding sammeln. Oh. Mann, Mann, Mann. Das war aufregend. Ja. Hier so um die größeren herum müssten noch eigentlich welche sein. Was summt hier? Oh, ein Frosch. Und Kacke? Oh, nee. Das Kacke? Ist, das... Hast du hier schon einen... Hast du schon, okay. Du hast hier einen Knochen gesammelt, oder? Mhm. Okay. Ein Stock! Ich will aber einen Stein. Gut, die Larven nehmen wir auch mal. Ich habe einen weiteren großen Stein gefunden. Guck. Kein Ei drin. Hallo. Hallo. Wie du da lang marschiert kommst. Ich habe einen Stein gefunden. Sieht schon ein bisschen süß aus. Ne? Oh. Ich habe auch noch einen großen Stein. Das ist gut. Und noch einen. Wir brauchen nur zwei, ne? Wir brauchen zwei, genau. Okay, warte, dann sammle ich hier die beiden Steine mal. Aber wir brauchen auch noch kleine Steine. Ja, ja, damit wir kleine Steine haben. Vier Stück brauchen wir auch. Und wenn wir uns noch was anderes machen wollen, brauchen wir noch mehr. Du, ich habe da was gefunden. Was? Eine Knochenhöhle. Mit einem Stück Obsidian. Ist hier noch eins? Hier war nur eins. Nicht mehr. Am Ende des Flusses. Finde mich am Ende des Flusses. Wo bist du denn? Kommst du nicht am Fluss? Doch, ich komme jetzt. Wenn du hier ganz hinten durchgehst. Ja. Dann findest du die Knochenhöhle. Nein, aber... Was war das? Was? Nichts. Es war einfach nichts. Ich gehe woanders hin. Findest du vielleicht eine Knochenhöhle? Ja, nein. Du hast die ja schon gefunden. Dann willst du die gar nicht mehr finden? Nein, na doch. Gut. Okay. Ich schmeiße die Hälfte meiner Steine hier hin. Du kannst sie ja einfach reinstecken, weil ich habe auch noch einen großen Stein gefunden. Bitte was? Steck sie rein! Wie bitte? Ich habe dich nicht verstanden, glaube ich. Steck die Steine rein! Tu es! Okay, habe ich gemacht. Ah, ich muss mir erstmal eine Axt machen. Ich kann überhaupt nicht irgendwie... Warte, ich wollte den Sammeln nicht herstellen. Sammeln. Ach so, genau, ich brauchte noch ein Seil. Deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Ist hier ein neues Seil? Ja.
Ich finde, die Dinge sind sehr schnell eskaliert. Aber jetzt wieder alles ruhig. Sag doch sowas nicht. Doch, es ist alles supi ruhig. Wenn du sowas sagst, wird ganz furchtbare Dinge passieren. Ganz toll, ist alles super. Gleich kommen die Ingos. Nein, die gibt's hier nicht. Hab beschlossen gerade. Ich möchte nicht, dass es die hier gibt. So. herstellen. 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 Und herstellen. So, das hätten wir schon mal. Jetzt brauche ich noch ein langes einen langen Stock. Wir haben keine mehr, ne? Ach, das Ding habe ich auch nicht mehr. Hallo. Hallo. Geht's dir gut? Mhm. Du hast eine riesen Kokosnuss in der Hand. Mhm. Aber die ist echt verdammt groß. Mhm. Na, oh, und ich habe schon wieder irgendwas an meinem Körper. Nur Schönheit. Auch das. Ach, Klaus, Mensch. Ja, Udo. So, ich mache dir jetzt ein leckeres Süppchen, okay? Okay. Leckeres Larvensüppchen. Hier. Möchtest du noch eine Larve dafür haben? Nee, ist schon drin. Okay. Warte, wir haben noch genug Kokosnüsse, ne? Dann können wir ja eigentlich noch ein Schälchen öffnen. Ich klatsche hier mal noch zwei so Schnecken drauf, ne? Die geben nicht so viel, glaube ich. Das ist egal. Hauptsache, sie geben irgendwas. Ich hätte aber auch noch Frosch. Wie sieht es denn eigentlich hier aus so? Ach so, das dauert ja ewig. Was denn? Bis das getrocknet ist. Ja, das dauert ein bisschen. Wie wäre es mit einer Eiersuppe? Nee, geht nicht. Eine Schneckensuppe kann man auch machen. Die ist vielleicht nahrhafter als... Als Schnecken so? Ja. Hm, wenn du meinst. Ah, tut das gut. So. Hier hast du noch eine Schneckensuppe. Und da können wir... Das war sehr lecker. Keine Nuss reinmachen. Da machen wir da noch einen Pilz rein. Ja? Oder willst du dir eine Larvensuppe haben? Mhm. Obwohl Larvensuppe ist auch lecker. Gut, habe ich dir gemacht. Ach, guck mal, wir haben ja auch noch unsere Languste. Mhm. Die liegt ja auch noch rum. Ich habe auch noch einen Frosch zum Aufhängen. Mhm. Ah, nein, das wollte ich nicht. Na. Komme ich da dran? Ja, sehr schön. So, das Trockengestell hier ist voll. Das ist doch schon mal gut. Die Larvensuppe war für mich, ne? Mh, war die gut. So. Brauche ich irgendwas gerade? Kohlenhydrate wäre nicht schlecht. Ich werde meinen Bidon mal mit schmutzigem Wasser füllen. Okay. Ach stimmt, das... Ja, dann kannst du das ja hier so... Mhm. Ich esse mal eine Schnecke. Aber es funktioniert doch wasserschmutzig da. Huch. Ja. Ach ja. Können wir das Ei hier hin tun? Ach, das Ei können wir braten. Da bin ich ja mal gespannt. Wo eigentlich nichts gibt, wahrscheinlich Proteine. So. So. Oh, Eier sind gut. Wir brauchen mehr Eier. Eier. Wir brauchen Eier. So, und dann können wir ja hier das Zeug auch noch kochen und so, ne? Hier ist noch eine Larvensuppe. So. Die, hallo? Schnecken sammle ich hier auch mal. So, habe ich gestapelt.
Und ich hätte dann, glaube ich, gerne. Warte, kann man da. Isst man die so oder kann man die auch braten? Ich weiß nicht mehr. Was denn? Die hier? Nee, da passiert nichts, ne? Nö. Dann isst man die so. Was isst du so? Die Früchte. Ach so. Okay. So, ich brauche einen langen Stock für einen Stab. Du weißt schon. Ja, ist klar. Einen langen Stock will sie also haben. Ja. Du auch. Ich habe schon einen. Was? Ja. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, ich habe kein Seil mehr. So. Ach, dann kann ich ja den anderen Stock, wo ist er? Da. Für. Warte, dafür brauche ich aber erst noch ein Seil. Lalala. So, dann können wir. Wo ist er denn jetzt? Da. Da raus. Wieder. Sowas machen. Es wäre, glaube ich, gut, wenn wir vielleicht so einen Vorrat anlegen an Werkzeug. Für wenn wir wieder sterben, weißt du? Wir sterben noch nicht. Nein, nie wieder. Mm-mm. Wir wissen haben doch jetzt, wie es geht, das muss reichen. Ich hab mal hast was du da für einen, unser du hast Feuer einen mitgenommen? Stapel hast du da an, ne? Ja. Okay, gut. Wir könnten dann bald irgendwann mal auch eine Kiste machen. Also bald, weißt du? Bald. Mhm. Ja, ja. Was hatte ich denn hier noch verloren? Lag hier noch irgendwas von mir? Nee, ne? So, ich pack auch mal dreckiges Wasser in mein Bidon. Ach, hier sind Steine. Also. Patsch. Guck mal, wir sind schon schön weit gekommen, finde ich. Ja, ja. Ja. Wir sind schon mal gestorben. Das ist doch... Das auch. Hey. Ne? Ist nicht schlecht. Ne? Das ist gut, ja. Das kann nicht jeder. Aber wir haben ihn besiegt letzten Endes, ne? Muss man ja mal so sehen. Eben. Also er uns dann auch, aber vorher. Aber vorher ist zuerst gestorben. Ne, 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 ne. Ganz genau. So, was packen wir hier in die Suppe? Ich pack mal Fleisch in die Suppe. Brauchst du immer noch einen langen Stab? Nö, ich hab. Okay. Trinken. Willst du nicht auch dich noch satt essen? Warte, ich komme. Speicher mal, ja? Ja, gute Idee. Ah, wieder mit dem blöden Ding in der Hand hier. Hier guck ist noch mal, ein guck. Süppchen übrig. Ja, das war sehr lecker. Oh nein, die Zwiebel ist verdorben. Zum Mist. Kurz meine Pilze essen, die auch noch schlecht nö. Werden. Wir brauchen eine Vorratskiste. Aber zuerst wie brauchen wir was, um Schlamm zu benutzen. Ich brauche Fett. Wir brauchen noch so viele Dinge. Ich habe Nüsse, willst du? Nee, habe ich auch. Alles gut. Okay. Jetzt brauche ich eigentlich noch ein bisschen Fett und dann Wasser. Ist das schön. Ich bin voll mit allem. Ich auch. Na, du hast das gemacht. Ich bin auch voll. Ach so.
Okay, wo wollen wir denn Oh, unseren cool, ich kann mit dir Beton ins Buch gucken. Mischer hinbauen? Ich kann in deinen Kopf und ins Buch mitgucken. Das freut mich, glaube ich. Dein Kopf ist leer. Das nicht so sehr. Ich fände es ja schöner, wenn da was drin wäre. Das ist ein besonders schönes Bild Ach, guck mal, gerade. hier so ein Ding können wir noch bauen. Dann können wir mehr Ja. da drauf packen. Ach so, lange Stücke. Ich baue erstmal Blueprints und so, ne? Ja, mach mal. Ich gehe mal Stöcke holen. Haben wir das noch nicht mit dem Betonmischer und so? Weiß nicht. Anscheinend nicht. Es hat sich gerade angehört, als wärst du irgendwo runtergefallen. Nee, ich fälle einen Baum. Ach so. Hier ist es wahrscheinlich auch nicht. Nee, da war ich schon. Ach, das ist wieder die falschen Bäume Was ist gewesen. das Ding? Wie die falschen Bäume. Ja, die nur einen langen Stock bringen. Großer Setzkasten. Was hältst du denn davon? Ja, finde ich, klingt sehr schön. Gut. Ach, das ist Gewitter. Oh. Dann lass uns doch hier zwischen die Bananenbäume unsere Farm machen. Ja. Passen dann zwei nebeneinander? Maler Ingo, Ruf malt ihn ein doch nicht wunderschönes nach. Bild. Der kommt bestimmt dann. Meinst Wieso geht denn das hier nicht? Das ist ja doof. Na gut, dann halt so. Hast du Samen? Das heißt wohl nein. Da Udo hat eine Menge Samen für dich. Nein, nicht die. Ach so, dann nein. Ich glaube, wir müssen die sammeln, die Blömskes, nicht Blömskes. Die Pflanzen halt. Und daraus kriegen wir dann, glaube ich, Samen. So, und diesen Giftpilz hier, ne, den können wir übrigens in Suppe verwenden. Ein Stein. Der deinen Namen trägt. Eigentlich trage ich ihn. Du brauchst Holzscheite, ne? Ja. Huch, jetzt habe ich ihn auf die falsche Seite geworfen. Ja, hier haben wir schon mal drei. Noch einen hier in der Hand. Ich glaube, bis zu drei kann man tragen, ne? Ja, ich glaube, hier links oben hatte ich gerade einen Baum gefällt, aber nicht sicher. Okay. Ja. Aber hier brauche ich ja noch kleine Dingens. So. Die haben wir auch. Ach, und hier braucht man, glaube ich, Bretter. Die macht man, wenn man große Holzscheite kaputt macht. Hier ist eine Kröte. So, wieder aufstellen. Hast du hier noch welche? Ja, hier drüben lag, glaube ich, noch einer irgendwo. Okay, Hier nehmen wir ist noch mal eben einer. hier die Aber Stocker. ich habe gerade so einen langen Stock auf der Schulter. Ach, Okay. hier liegen sogar noch zwei. Ich Wo brauche bist du lange denn? Stöcke. Ach, Hier. da hinten. Hier macht aber was komische Geräusche. Nein. Doch. Das ist sehr gruselig. Nein, nein, alles gut hier. Okay, wenn du das sagst. Zack, tot. Mist.
wollte erstmal einen fertig machen, nicht alle versucht gleichzeitig. Ich habe nur ein Brett gehabt, warum? Achso, weil ich auch nur ein. Ja, okay. Ergibt Sinn. Hier ist wieder eine Nuss, lalala, eine Nuss, lalala. Den brauchen wir, glaube ich, auch noch. Langer Stock. Und normaler Stock. Lass uns erstmal Feuerbretter machen. Langer Stock. Dann haben wir nämlich schon mal einen kleinen, einen großen, weißt du? Mann, weiß nicht, das sind aber auch nicht so schlimme Sachen. Warum sagst du immer sowas? Weil ich das gerne mache. So. Und was sollen wir machen? Feuerbretter, ja, ja. Ach, das bist du, die hier so schreit. Ja, ist doof, wenn man so erschreckt wird, ne? Ach, ich hab wieder irgendwas. Ach, fall doch nicht. Ah, was haben wir denn jetzt wieder? Hm? Ach so, Quatsch. Da ist alles okay. Wieder irgendwelche Egel an den Beinen oder was? Da. Da ist noch einer. So, guck, wieder toll. Besser, ne? Hier ist ein Feuerbrett, aber ich habe keinen Platz in der Tasche. Ich auch nicht, aber ich kann das eben daran tun und dann kann ich das nehmen und so. Wo ist es hin? Dafür da. Ist jetzt der Ständer hier fertig. Ständer ist fertig. Schön. Ne? Was für ein. Achso, den Ständer, ja. Jetzt bin ich wieder im Bilde. Und wir sollten mal schlafen. Also ich muss auf jeden Fall schlafen. Möchtest du gerne auf der Hängematte schlafen oder da hinten? Ich schlafe auf der Hängematte. Warte, lass uns gleichzeitig. Nicht, dass du wieder hellwach bist und ich dann noch weiter schlafe. Lalala. Und dann ist eh schon wieder Folgenende. Echt? Mhm. Okay, 3, 2, 1, schlafen! Gute Nacht. Gute Nacht. Oh, guck mal, bis 23:30. Sollen wir so lang schlafen? Komm, wir schlafen so bis 9 Uhr. Jetzt stopp! Okay. Das geht auf einmal so schnell. Ja. Boah, ist schon wieder vorbei. Krass, ne? Mhm. Oh, es regnet, das ist gut. Dann werden die Beete doch von sich aus nass, oder? Aber wir haben ja noch nichts wieder rein. Oh, ich habe irgendwas. Ach so, ich dachte, du hast was für ins Beet. Mm-mm. Können wir das hier? Nein. Weißt du, ich dachte... doch nicht immer so, Mensch. Ja, also ehrlich, aber ich dachte, wenn wir schon zusammen hier sind, dann würdest du dich um meine Egel kümmern. Ja, du zeigst mir die ja nicht. Würde mich sehr gerne um deine Egel kümmern. Das finde ich verstörend, aber gleichzeitig auch schön. Kann man? Nein. Man muss das, glaube ich, sammeln, was man... Das hier. Ich sammle mal die Zwiebel, auf gut Glück. Ich hoffe, ich kriege dann Samen. Unbekannte Wurzel? Hä? Ach so, nö. Aber oder? Wie kriegt kann man denn dann Samen? Warte, kann ich die jetzt da reintun? Hier aus den Früchten zum Beispiel. Ich guck mal eben aus Bananen, glaube ich auch, aber Bananen ist ja Quatsch, da haben wir ja hier ganz viel. Kann ich die da pflanzen? Nein. Kann ich einen Frosch pflanzen? Auch nicht. Bestimmt. Nein, er wollte sich nicht pflanzen lassen. Ich bin so froh, dass wir die Spinnen... Oh doch, ich kann das! Ah, cool! Ich kann das. Ich habe eine Zwiebel gepflanzt. Cool. Cool, cool, cool. Was brauchen wir jetzt eigentlich noch? Holzscheide oder Holzbretter? Wir brauchen keine Scheide. Wir haben zwei. Wir haben uns. Brauchen wir noch Feuerbretter? Ja, die schon. Okay. Aber wir brauchen beides tatsächlich. Na toll. Ja, also kann ich doch nichts für.
Hier liegt doch ein Feuerbrett. Na toll. Mhm. Aber ich kann es nicht tragen. Warum nicht? Weil ich schwach bin. Oh. Wo ist es jetzt hin? Guck mal, hier ist eine Zwiebel drin. Wo ist es hin? Weiß ich nicht. Guck mal in der Zwiebel beim Wachsen zu. Oh, hier ist wieder sowas. Ist auch eine schöne Aufgabe. Hä? Achso, jetzt ist sie weg. Ich habe eine unbekannte Frucht. Möchtest du gerne Zwiebel? Mal eine unbekannte Frucht essen? Ja. Hier, da wächst die. Achso. Doch, die kannst du essen. Warte. Ich würde dich niemals nicht vergiften. Hast du nicht auch so eine? Ja, die habe ich da drüben hingelegt. Achso. Willst du kannst die nicht du mal essen? Weggucken von der Frucht? Achso, Entschuldigung. Da darf man nicht dem anderen beim Essen zugucken hier, weißt du? Das nein, wenn ich mir so ein peinlich berührt. Weißt du, wenn ich mir so ein großes Ding in den Mund schiebe, kannst du nicht einfach zugucken. Aber ich dachte, wir wären Freunde. Wir sind viel mehr als das. Und dann darf ich dir nicht beim Reinschieben zugucken. Oh, guck mal hier. Nicht die Blume nehmen. Blume. Ah, zu spät. Aus der Blume kommt die Frucht, aber wenn du die Blume isst, dann wirst du krank. Na, also toll. Du kannst sie gern mal essen, wenn du möchtest. Aber ist jetzt nicht so empfehlenswert, weißt du? Nö, hab ich jetzt auch gar keine Lust zu. Weil das ist Folgenende. Ja? Jetzt sofort? Ja, dann, das ist ja 36 ja? Minuten. Immer noch? Oh. Ja. Du musst die zerstören, sonst bleibt die für immer hier liegen. Ja, lass die doch da liegen. Vielleicht gefällt es dir da. Na gut. Vielleicht wächst eine neue draus, ne? Okay, dann gehen wir jetzt zu unserem... Außerdem kann ich sie nicht zerstören. Ach so, doch, ich muss ja erst bestätigen. Oh. Okay, ich habe sie zerstört, wegen dir. Ich dachte, du willst sie liegen lassen. Es wäre die schönste Blume aller Zeiten gewesen, aber du wolltest ja unbedingt, dass ich Nein, sie zerstöre. Nein, du hast gesagt, du machst das. Kann ich nichts für. Nein, kannst du wohl. Nein. Kannst du wohl. So, hier neben unserem Fleisch, können wir schön sagen, ja? Hier so? Okay. 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 Wollen wir vorher nochmal speichern? Können wir danach noch machen. Okay. Okay. Maler Ingo. Tschüss. Tschüss.